Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Pascal-Aktionskanal. Heute gibt es zwei neue Unboxing-Videos, einmal vom Massiv Latif und von Hemmschuh Knast oder Palast. Ja, sind beide heute gekommen, anstatt morgen, obwohl das Album erst am 0 Uhr erhältlich ist. Hier um diese Box geht es hier erstmal, Massiv Latif, ihr wisst Bescheid. Ja, und dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Unboxing-Video. Hier, Cover, nice gemacht, schimmert hier auch geil, wo die Kugel so durchgeht. Ist auf jeden Fall keine wahre Begebenheit, obwohl andererseits hat er das Album gemacht, eine Kugel reicht nicht. Was ja schon krass ist, ist ihm ja damals passiert, natürlich nicht durch den Kopf. Ja, und hier von der Rückseite sieht man dann halt, dass die Kugel durchgegangen ist. Nice gemacht, hat sich gut was für Boxcover hier einfallen lassen. Hinten noch Latif. Hat ja auch mit, ich feiere Massiv seit letztem Jahr extrem, hat ja erstens mit Latif geile Singles rausgehauen, plus Qualitäter, Gangstermusik wieder rausgebracht. Vielleicht das beste Gangster-Rap-Label momentan. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Was haben wir hier denn alles drin? Kommen wir hier erstmal zum Poster. Wir haben einmal diese Zeichnung vom Massiv. Oh, schon mal ein nices Ding. Und da haben wir hier das Cover vom Album. Nice. Was haben wir hier denn noch Schönes? Dann haben wir hier Massiv. So als Autogrammkarte mit, sieht so aus wie deutscher Pass, glaube ich. Soll das sein? Nice Aktion, sich da was einfallen zu lassen für die Autogrammkarte. Nemo hatte sich da ja auch schon mal was einfallen lassen. Also solche Aktionen sind immer geil. Und dann, was mich hier jetzt komplett überrascht, eine Instrumente-CD. Die gibt es heutzutage kaum noch, was echt schade ist. Es liegt aber einfach daran, dass die CDs und so einfach kaum noch gepresst werden. Für Leute, die gar nicht mehr wissen, was eine Instrumente-CD ist. Hier ist erstmal, so sieht eine CD aus, Leute. Könnt ihr, früher hat man solche Alben im Laden gekauft. Nur nochmal so. Und eine Instrumente-CD sind einfach die Beats ohne die Texte. Und darauf können dann Fans, die massiv feiern, dann rappen. Ist doch geil. Oder es gibt natürlich auch Leute, die gerne nur den Beat hören. Auf jeden Fall Instrumente-CD, stark, kostet massiv. Dann haben wir hier Latif, das finde ich ein bisschen schade, das Album. Du hast zwar, hast hier kein Cover und so, das, weiß nicht, ich feiere sowas nicht. Aber, naja, was soll ich sagen, ist nur meine Meinung. Gucken wir mal, welche Songs ich kenne. Betonmischer, Endkrass, mit Ramos, auch echt heftig. Bruderherz, muss man nichts zu sagen, glaube ich. Kann auch sein, dass ich Songs vergessen habe. Latif kam auf jeden Fall noch raus, Überbrett. Salam Aleikum feiere ich nicht so. Der fünfte Track. Ghetto Alphabet, lyrisch krass. Das war das sechste Video. Wenn ich eins vergessen habe, sorry Leute. Aber auf jeden Fall viele Videos zugeregt, wurde mehrmals verschoben. Hier könnt ihr euch die Tracklist natürlich anschauen, Leute. Ich freue mich aufs Album. Und dann haben wir hier den Hauptinhalt nach dem Album. Da ist halt das genau das gleiche. Vorne das Albumcover, hinten halt genau andersrum. In grün. Ist jetzt nicht so meine Farbe grün, aber sonst XL, gute Größe. Ja, ist halt massiv Merch. Ist auf jeden Fall, kann man machen. Ja, ist Box. Was kann man zur Box sagen? Gab ein Album, gab eine Instrumente, gab eine Autogrammkarte, so als deutschen Pass. Instrumente, Poster, ja. Box ist okay. Aber nichts, was mich jetzt komplett aus den Socken haut. Aber ich freue mich richtig krass aufs Album. Ich hätte mir, was cool gewesen wäre, wenn noch eine Ramo-EP oder eine Qualitäter-EP mit reingepackt worden wäre. Irgendwie sowas. Aber
Ramo-EP kommt ja im April, habe ich aber erst im Nachhinein erfahren. Dann geht's klar. Ich freue mich aufs Album, supportet massiv und Qualität der Music wird noch alles rasieren 2020, tippe ich zumindest. Und ja, pusht massiv in die Top 10, so hoch wie es geht. Ich bin raus, meine Freunde. Ah ne, Quatsch, hätte ich fast vergessen, Leute. Folgendes. Ich habe hier noch eine Massiv-Latif-Box, wenn ihr euch denkt, boah, Massiv-Box nicht bekommen oder boah, ist die krass oder boah, ich habe kein Geld dafür, zu teuer. Ist ja auch, wenn man noch vielleicht noch kein Geld verdient oder gerade scheiße läuft, hast keine Patte am Start, oder dachte ich mir, dann kannst du hier die Massiv-Box gewinnen. Und zwar müsst ihr mir bis, schreibt mir in die Kommentare, warum Massiv für euch der krasseste Rapper ist und warum. Ja, schreibt mir, warum für euch Massiv der krasseste Rapper ist. Ich suche mir Montag den Gewinner raus, einen Kommentar, den ich am besten finde. Sonst, ich wusste gar nicht mehr, dass ich die zweite Massivbox bestellt habe. Ist eigentlich Zufall, dass Gewinnspiel ist. Ich hätte sie natürlich auch zurückschicken können, aber ich dachte mir, ich gebe meinen Supportern 2020 jetzt auch mal wieder was zurück. Ja, gebt Gas, supportet das Video, aktiviert die Glocke, kommentiert. Können auch gerne über das Album diskutieren und ja, viel Glück mit dem Gewinnspiel, Leute. Ich bin raus. Peace.